Korg Poetry, so heißt das neue Digitalpiano des japanischen Herstellers Korg. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein E-Piano als eine Hommage an einen berühmten Komponisten konzipiert ist. Und Frédéric Chopin, um genauer zu sein. Mhm. Na, also das ist ja ein musikalisches Vermächtnis, das wiegt noch schwerer als dieser wunderbare Bildband. Das finde ich, also das sticht schon mal absolut heraus. Ja, ja. Und ich bin jetzt total gespannt, das mit dir mal anzuspielen. Ich weiß nicht, spielst du was von Chopin? Sonst spielst du ja immer Jazz. Ich kann es probieren zumindest, ja. Kannst du bestimmt. Ich sag's doch. Sehr schön. Also ich bin überrascht. Du spielst ja immer Jazz sonst. Und ich habe gedacht, kann der bestimmt nicht. Ja, so ein bisschen Klassik ist immer gut, auch für die Finger. Ne? Für die Finger. Und Chopin ist natürlich auch tolle Musik. Und die haben auf jeden Fall sehr viel gemacht, um dieses Instrument nicht nur marketingmäßig zu nutzen für den Komponisten, sondern da ist auch hier einiges zu entdecken klanglich. Ja. Ja, da gibt es bestimmt einiges zu entdecken, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, wenn wir schon bei Frédéric Chopin sind, du hast eben die Musik erwähnt, ich glaube, im Einsteigerbereich sind wir da nicht unbedingt, oder? Nee, also Chopin richtet sich natürlich schon an die Fortgeschritteneren auf jeden Fall. Also gibt zwar natürlich auch ein paar Masurken und Walzer, die auch spielbar sind, aber es ist eher natürlich schon, wenn man richtig Klavier spielen kann. Ja, also ich habe was gefunden, was auf jeden Fall spielbar ist. Zumindest der erste Teil, das kann ich ja gleich mal, da mache ich meinen Klassiktest diesmal mit Chopin-Musik. Ja, sehr gut. Aber lass uns mal erstmal die Klänge hören, würde ich sagen. Und wir haben hier jetzt das Piano 1. Das ist so, ja, ein klassischer Digitalpiano-Sound, der sehr füllig wirkt, hat einen schönen Bass irgendwie, klingt sehr ausgewogen. Ja. Das war so mein Eindruck. Also wenn man so... Ja, gut. Also ist alles drin, schön bassig tatsächlich, ausgewogener Sound, macht Spaß, also ist cool, ja. Also das heißt für mich jetzt auch, man muss nicht Chopin-mäßig ausgebildet sein, man kann alles darauf spielen. Man kann alles drauf spielen und Korg hat hier auch mehr als genug verschiedene Sounds, auch aus dem E-Piano-Bereich, die eigentlich für Popmusik und Rockmusik sind. Genau, man sieht das ja hier am Bedienfeld, da ist das schon klar, wie die Sache läuft. Aber hier gibt es eine besondere Sache, da steht Pleyel dran. Und das sind ja die Klaviere, die Chopin zu seiner Zeit gespielt hat, in seiner Pariser Zeit. Genau. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Das ist dann müsste das ein historischer Klavierklang sein. Ich gehe davon aus, ja. Kannst du es noch mal spielen? Ja. Das klingt anders. Also ganz anderer Sound. Total. Ne? Ja, man wird ja in die Zeit zurückversetzt. 1840. Ja, ja. Also sehr speziell. Vielleicht willst du ja noch mal deinen Chopin. Ich würde das gerne mal probieren, ja, tatsächlich. Mhm. Ich fange dann gleich auch mit dem Pleyel an. Mal gucken, wie das im Wechsel wirkt. Also das ist eine Nocturne. Jetzt probiere ich es. Also es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist, ist wie ein altes Klavier. Ja, irgendwie. Ja, klar ist es auch. Ist auch ein altes Klavier. Jetzt mal das andere Piano. Das erste Piano. Ein
und so weiter. Das ist also harmonisch auch toll, die, ja, die Musik von Chopin. Tolle Musik. Und ich finde, dass es echt mit dem Basic oder mit dem Default-Klaviersound wirklich richtig schön klingt. Finde ich auch. Das hatte gleich auch im, im Bass natürlich, das trägt mehr. Ja, ja. Aber auch in der Dynamik. Also da ist viel mehr möglich. Das, ja, da ist viel, viel mehr Schattierungen drin. Na, und ja, jetzt können wir da den Test auch nochmal machen, wie sich das dynamisch verhält. Da gibt es eine schöne Passage drin, die auch dynamischer dann mehr aufgeht. Die schließt dann so an. Das geht aber recht gut. Also ich finde, das klingt ja echt, echt schön. Ja? Also, also klingt schön im Zusammenhang. Ja. Aber ich kann ja auch noch mal den üblichen Klassiktest machen. Können wir machen, ja. Dann nehme ich, ich bleibe bei diesem Sound und spiele diesen Diabelli-Walzer. Gut, ne? Ja, kommt alles gut. Also Klassiktest bestanden. Und ich finde es tatsächlich sehr schön, den Ausdruck, den, den dieser Sound hat. Wir haben jetzt hier auch den zweiten Piano-Sound, sehe ich, der ein bisschen sanfter noch in der Dynamik ist. Mhm. Und das macht sich bei der Chopin-Musik richtig schön. Ja. Also es macht richtig Spaß. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch ein paar ganz coole E-Piano-Sounds. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar probieren. Ach so, okay. Probieren wir das aus. Was haben wir da? E-Piano 1. Fender Rhodes. Klassiker. Was haben wir dann noch in der nächsten Bank? Ja, wunderschön. Und was haben wir dann noch? Ein CP70. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von einem Chopin-Piano, dass das auch noch so rockig abgehen kann. Ja. Klasse. E-Piano 2, was haben wir denn da? Ah, da sind wir jetzt in den 80ern. Okay. Aber die Sounds klingen alle echt, echt schön. Also find es cool. Wir bleiben in den 80ern. Das ist alles wunderschön. Was haben wir dann? Wunderschön. Also ja, ich bin überzeugt. Klanglich super. Also spielt man sich muss super. Nicht nur Klassik drauf spielen, sondern Pop und alles Mögliche und auch Filmmusik. Also es kommt alles gut. Und was man vielleicht sagen kann, ist, es ist ja ein sehr kompaktes Digitalpiano. Ja. Aber von dem, was rauskommt an Sound, ist es schon erstaunlich. Ja, absolut. Also ich finde ja erstmal, nehmen wir mal den Herrn Chopin hier runter. Das hier finde ich ja schon mal gut. Also dass man diese Notenablage hier hat. Ja. Und es ist dann ja, oh, das hat sogar einen Soft Close. Also Soft Close. Und dann ist das ja auch so ein, ja, so ein schickes Sideboard. Ja. Das sieht wirklich schick aus. Also ich finde auch, das Material, das fühlt sich gut an. Und überhaupt Poetry, was für ein Nachklang. Ja, ja, ja. Also ich meine, sonst haben ja diese Digitalpianos so Typenbezeichnungen. Und hier haben wir jetzt mal einen Namen.
Also das, ich finde, die gesamte Designansprache auch mit dieser Holzoptik und diesen Holz-Applikationen, das sieht einfach cool aus, das ist stimmig, trotzdem ist es ein kompaktes Teil. Ist es ein stimmiges Konzept, ja. Und dann noch irgendwie den Chopin noch mit reingepackt. Also bei Kork hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie man das gestaltet. Definitiv, definitiv. Also ich finde, das ist schon mal eine runde Sache. Wir können da, glaube ich, schon zusammenfassen. Ja. Ich finde, das ist ein sehr schönes Slim-Design-Piano. Also das hier finde ich schon mal klasse mit dem Deckel, dass man die Notenablage hier schon integriert hat. Es nimmt nicht viel Platz weg. Das Material ist schick. Und die Lautsprecher, das wirkt jetzt gar nicht wuchtig, aber der Flügelsound überzeugt total. Ja. Das hat richtig schön eine Bassübertragung. Also es hat ein schönes Fundament und spielt sich sehr schön damit. Ja, also ich bin auch sehr angetan. Design, absoluter Note 1 und Sound gut, Tastatur lässt sich schön spielen, also griffig. Man hat eine gute Definition vom Druckpunkt, also alles cool. Noch zusätzlich gute Sounds, ein übersichtliches Bedienfeld und kann man eigentlich fast. Die Tastatur finde ich auch gut, die spielt sich gut. Wobei die, auch keine richtige Druckpunktsimulation hat. Ja, das löst schon auch sehr schnell aus. Gut, ist mir eben nicht aufgefallen. Es spielt sich sehr leicht da drauf. Ja. Ja, für 1.900 Euro eigentlich ein gutes Teil, ja. Ja, ich weiß nicht, also Ivory Touch hätte man vielleicht jetzt auch noch gerne gehabt. Aber wer weiß, vielleicht würde der Chopin sagen, Jungs, was ist euer Problem? Endlich mal eine Tastatur, die glänzt. Könnte sein, ja. Vielleicht ist auch das Budget in das Design geflossen. Kann natürlich auch sein, dass da ein Kompromiss gemacht wurde. Aber so als Gesamtprodukt finde ich es eigentlich ziemlich gelungen. Absolut.